Wir haben geheiratet. Und jetzt? Jetzt bauen wir unser Haus. Das schöne Haus. Das ist ein verrücktes Jahr, ne? Es ist ein wirklich verrücktes Jahr. Oder verrückte eineinhalb Jahre jetzt. Hochzeit, Hausbau, eigentlich so, wie man sich das vorstellt. Und wir hatten eigentlich total Angst davor, ne? Wir haben gedacht, wie soll man das machen? Und gerade haben wir mit dem Hausbau und der ganzen Planung schon angefangen vor der Hochzeit. Und ich habe erst gedacht so, oh Gott, wir werden wahrscheinlich gar nicht heiraten, weil wir uns bei der Planung so in die Haare kriegen. Aber hier sitzen wir. Ja, wir sind noch verheiratet. Wir hatten noch keine Ehekrise. Ja, man hat halt kein unruhiges Gefühl. Ich hatte oft Angst, dass ich dachte, irgendwie, wenn wir irgendwann mal bauen, dann werde ich nachts nicht schlafen können vor Angst, dass irgendwas nicht funktioniert. Aber so ist es nicht. Jana also wollte ja aus diesem Grunde eigentlich gar nicht bauen. Das ist ja das total Lustige. Jana. Und jetzt bin ich die Feuer und Flamme ist und immer sagt, wann geht's weiter, wann wird das nächste Teil irgendwie geplant. Und es ist schon, fühlt sich sehr, sehr gut an. Das ist geil. Das ist super, ne? Das finde ich aber so sogar noch besser. Ja. Wir hatten ja vorher auch schon mal andere Ideen, ne? Aber das ist ja das Schöne. Wir können eigentlich alles individuell anpassen. Ich habe gedacht, es gibt irgendwie nur Schema A, B, C und das war's, aber wir können ja alles machen. Das denken ja viele bei gerade bei Fertighaus, ne? Dass man aus dem Katalog ein Haus kauft oder so. Aber das Haus wird es so nicht nochmal geben. Nicht nochmal geben. Das Schöler-Haus. Jetzt müssen wir uns nur noch entscheiden. Willkommen in unserem Musterhaus. Schatz, wir haben Besuch. Ja, kommt rein, dann gehen wir mal zusammen durch. Los geht's. Ja, ich glaube auch, das ist ein Hundefenster. Das ist sehr praktisch. Hunde- oder Katzenfenster? Sollten wir uns auch noch überlegen, ob wir das irgendwo hinkriegen. Nein. Nein? Warum? Das ist super. Willst du jetzt zu Rudi noch ein eigenes Fenster geben? Ja, finde ich gut. Das ist mal ein Bad, ne? Vor allem, das ist meine Dusche. Die ist ja riesig. Das finde ich auch schön mit den eingelassenen Waschbecken hier und so, ne? Und der freistehenden Badewanne und der Dusche. Ach, geil. Das ist ja mega. Und hier, Badewanne, ist die groß genug für uns beide? Ich muss aber die Beine schon ausstrecken können. Aber geht. Dieses, was man typisch immer sagt, Hausbau ist stressig, das muss nicht sein. Man muss sich nur die richtigen Partner auf der Bauseite suchen, aber auch an der Lebensseite. Das merkt man dann nämlich ganz schnell, ob der Partner, den man an der Seite hat, doch der richtige ist oder nicht. Ja. Aber da ergänzen wir uns gut, weil manchmal ich achte dann manchmal mehr darauf, dass es vielleicht auch noch schön ausschaut und du bist dann so mehr der Pragmat und da finden wir eine ganz gute Verbindung. Das stimmt. Das ist alles komplett ein Schrank anstatt einer Wand. Ja. Gäste-WC. Auch cool, ne? Das ist jetzt das Problem. Jetzt sieht man, dass alles geht. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, wie wir es dann auch wollen. Ja, jetzt ist nämlich das Anstrengende. Wir müssen entscheiden, was wir wollen. Ja, aber dafür haben wir den Architekten. Los? Los. Dann wird es jetzt ernst. Das heißt, wenn wir jetzt so unterschreiben, dann ist sozusagen das Grundkonzept fest. So. Das war's? Das war's. Boah, das ist krass. Boah, das ist echt. Das ist echt ein verrücktes Gefühl, muss ich wirklich sagen. So jetzt zu wissen, dass es jetzt richtig losgeht. Entscheidung fürs Leben. Ja, aber eine gute Entscheidung. Die beste Entscheidung. Das fühlt sich total gut an. Das ist jetzt eigentlich gerade so der logische nächste Schritt, den man sich so vorstellt. Jetzt haben wir geheiratet. Jetzt bauen wir das Nest mit Führerhaus. Das Nest. Und ja. Und dann kommen die kleinen Küken ins Führerhaus. Die Schölermännchen. Ja. Und das ist ein wunderschönes Gefühl. Das werden unsere Kellerwände.
Ja, also ich finde total wichtig, dass es eben so eine Insel hat, dass man dann noch stehen, also so ein paar Freunde da einfach so mit einem Gläschen Bier oder so da stehen können, während wir kochen, weil wir gern so Kochpartys machen. Ja, eine gute Party, sagt man ja immer, startet und endet in der Küche. Ne? Deshalb muss es eine partyfähige Freundeküche sein. Ja gut, Küche haben wir, ne? Fast. Einpacken bitte. Das ist hier so eher wieder mein Bereich, ne? Die Technik, Haustechnik. Das ist unsere Heizung, meine Damen und Herren. Darf ich vorstellen? Hier. Neueste Technik und vor allem energiesparend oder sehr effizient. Und vor allem kann die auch kühlen. So. Hier, zack. So wird die auch fertig geliefert. Dann haben wir einen sehr schönen Hobbykeller. Es ist tatsächlich ein Raum, in dem ich sehr wenig Zeit verbringen werde. Dann gehen wir jetzt in einen Raum, in dem du viel Zeit verbringst. Mhm. Ins Bad. Wenn man sich mal nachts gestritten hat, kann man sich morgens aus dem Weg gehen, zumindest beim Zähneputzen. Oder man hat als Frau einfach ein sauberes Waschbecken, wenn der Mann mal wieder seinen Bart jeden Morgen. Okay, ich glaube, wir sind uns einig, wir nehmen zwei. Also so auf jeden Fall getrennt. Vielleicht können wir hier noch eine Mauer bauen. Geht das auch aus diesem Zeug? Wird auch gehen, ne? Ja, ja. So, sechs, entscheide dich. 5, 4. Die ist echt schön, ne? Mhm. Okay, das machen wir jetzt überall so. Ich zähle immer von. Einfach ein bisschen Druck, dann funktioniert das sofort. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Wir sind so schnell einig. Wir hatten echt Angst vor diesem Tag, ne? Ja. Aber wir können uns so gut entscheiden, dank eurer Auswahl. Ja! Noch kein Ehestreit. Noch kein Ehestreit, genau. Ja. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, dass hier in knapp 4 Monaten unser komplettes Haus steht.